Herzlich willkommen zu Elnring. Reikards Groll. Diese Geister entstehen aus dem Zorn von Helden, die ein gewaltsames Ende fanden. Ja, erschafft sengende Geister, die eine Spur aus zeitlich verzögerten Explosionen hinterlassen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da nehme ich mir zuerst mal mein Pferdchen. Weil ich kann mir vorstellen, dass eine größere Ansammlung hier interessanter ist. Das wäre dann da hinten. So, jetzt peilen wir mal einen an. Sieht gut aus. Was soll das denn jetzt? So. Na, die beiden nehmen wir auch noch mit. Wow, imposant, würde ich sagen. Können wir noch einen? Wir können noch einen. Gut. Ja, normalerweise sage ich immer, ich zeige euch mal, wo man die Zauberei herbekommt. Aber ich sage jetzt mal was anderes. Wir testen es gleich mal woanders und auf eine ganz andere Methode. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt mache ich mal Folgendes. Wollen wir sehen, was sie anstellt. Na, den müssen wir so. So. Und jetzt kommen wir mit. Na? Jetzt darfst du mal trompeten. Komm. Na los. Ah, das war nicht so schick. Das war keine gute Idee. Jetzt mach mal, komm. Ja, ich will's nicht machen. Schade, ich dachte, sie beginnt hier auch noch mit dem Feuerwerk. Hallo! Ah, schade, ich dachte, ich krieg jetzt hier mal so ein doppeltes Feuerwerk zu sehen. Aber meine Mimik mag das nicht, offensichtlich nicht. Schade eigentlich. Können wir da nicht noch hier so ein paar ab? Das wäre alles so schön gewesen. Hallo. Ja. Nö. Die Mimik steht auf Nahkampf. Das wird hier nichts. Völlig umsonst gerufen. Ich hätte beinahe gesagt, den Bruder, aber es ist ja eine Schwester. Ich bin ja weiblich. Okay, dann kommt jetzt aber der alte Spruch. Wo finden wir diese Zauberei? Ja, ich befinde mich jetzt hier in der Tafelrundenfeste bei Enya, die leider schon tot ist.
Und ich könnte jetzt nachbesiegen von Reikard, Fürst der Blasphemie, die Sache eintauschen. Ne? Kraft der Echos erhalten ist leider bei mir nicht mehr zu sehen, da ich es ja nun schon habe. Ja, und ich würde sagen, das war's und herzlichen Dank.